Davon jetzt mal ganz ab. Jetzt regt sich ja die Feuerwerkproduktions. Was ist das überhaupt? Nicht Gewerkschaft. Also die, die Feuerwerke produzieren, die regen sich jetzt auf, dass schon das zweite Jahr Feuerwerk verboten ist und sie deshalb jetzt pleite gehen. Ich frage mich, wieso haben diese Leute sich nicht ein bisschen früher mal aufgeregt über die Maßnahmen? Wieso haben sie gewartet, bis sie selber dran sind? Das war ja wie letztes Jahr mit den, ja, mit den Kulturschaffenden, die gesagt haben, oh, ohne Kultur wird es still wegen Lockdown hin und her und sie gehen alle pleite. Ja, komischerweise interessiert es Leute meist nur dann, wenn sie selbst irgendwie dran sind. Nicht einfach, wenn es nicht um sie geht, sondern um andere. Dann ist meistens noch nicht irgendwie so weit, dass man irgendetwas tut oder sagt oder macht. Ja, das wollte ich nur mal so anregen, dass das vielleicht mal gemacht werden könnte zum Feuerwerk. Und ja, Herr Lauterbach hat ja auch gesagt, dass die Pandemie während seiner Amtszeit nicht ja, niedergerungen werden kann. Deshalb rege ich an, dass er ASAP zurücktritt, weil dann haben wir die Pandemie ja hinter uns. Und wenn er dann noch sonst 4 Jahre sitzt, dann kommt es ja wirklich auf 2025, was ja auch der Plan war für die Pandemie, solange wie sie dauern soll. Also bitte Lauterbach zurücktreten und zwar ja, sofort. Generell sollte eigentlich die ganze Regierung zurücktreten, aber so weit wird es leider nicht kommen. Aber Herr Lauterbach könnte ja mal anfangen, einfach nur deshalb, weil er selber gesagt hat, solange er da ist, ist die Pandemie nicht zu Ende. So, das wollte ich nur mal sagen. Hier in Florida ist alles schick. Ich habe heute erstmal an Herrn DeSantis geschrieben. Es ist toll, dass hier Impfzwang verboten ist und Maskenmandat verboten ist, aber auch diese Testerei von symptomlosen Leuten sollte verboten werden, weil das ist schließlich das, was die Pandemie am Laufen hält. So immer diese Fälle, 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 die eigentlich keine sind. Weil ihr wisst ja alle, dass positiver Test besagt nichts und zwar gar nichts. Und ja, ich bin ja gespannt, ob er das tut. Wieder natürlich nicht, weil er liest ja meine Nachricht gar nicht. Aber es ist immer wieder so faszinierend, dass selbst hier in so einem kleinen Örtchen dann ja an jeder Ecke so ein Testzelt steht, wo dann ein paar Leute unter so einem Zelt mit einem Laptop und einer Kühltasche sitzen und da kostenlose Corona-Tests anbieten. Also wie gesagt, das hält die Pandemie am Laufen und das wollen wir ja nicht. Also muss das weg. Also Herr DeSantis, bitte übernehmen Sie. Tschüss.